So, in dem Video wollen wir jetzt uns einen Desktop-Manager auf unserem vorher installierten Arch Linux-System installieren. Ein Desktop-Manager ist im Endeffekt nichts anderes wie eine grafische Oberfläche, dass wir auch mit Maus und Tastatur arbeiten können und unser System damit auch verwalten. Denn ja, nur auf einer Command-Line zu arbeiten und keinen Text-based Browser zu verwenden, ist, glaube ich, nicht das höchste der Gefühle. Wir wollen ja vielleicht später auch mal mit Word arbeiten, beziehungsweise mit einer Office Suite unsere E-Mails abrufen und das Ganze eben nicht nur über eine Command-Line machen. Was den Desktop-Manager angeht, gibt es bei Linux eine große Auswahl. Die größten zu nennen wären zum Beispiel KDE, GNOME, um ein paar kleinere zu nennen, XFCE, X, es gibt noch einen, der mit X anfängt, XFE, dann gibt es noch LMDE, es gibt OpenBox, es gibt, ja, viele, wirklich viele. Es gibt welche, die sehr Windows-lastig aussehen, wie zum Beispiel KDE oder Deepin. Es gibt welche, die lassen sich Mac-mäßig anpassen, wie das Enlightenment. Es gibt welche, die komplett andere Bedienkonzepte verfolgen, wie i3 oder OpenBox. Es gibt welche, die sich komplett anpassen lassen, auch wieder Deepin, kann man entweder wie Mac aussehen lassen oder wie Windows. Es gibt unzählige Möglichkeiten und das ist auch mitunter die Wahlfreiheit unter Linux. Man kann sich den Desktop aussuchen, den man möchte. Um hier mal ein paar Beispiele zu zeigen. Okay, ja, das war jetzt wieder intelligent. Der GNOME Desktop zum Beispiel ist eigentlich ursprünglich auf die eigentliche Intention bei der Entwicklung von GNOME 3 war eigentlich, das Ganze auch auf Touch-Bildschirmen gut laufen zu lassen oder auf Tablets oder sowas. Ist auch recht gut gelungen, macht allerdings auch auf dem Desktop eine sehr gute Figur. Dann gibt es noch den KDE oder Plasma Desktop, den ich persönlich auch sehr gut finde. Vor allem ist er sehr, sehr stark anpassbar. Dann gibt es den Deepin-Desktop, den ich auch noch sehr toll finde, der auch ein wunderschöner Beweis dafür ist. Ja, Chinesen können auch wirklich gut programmieren und kopieren nicht nur. Also Deepin ist eine chinesische Entwicklung, ist auch ein sehr, sehr, sehr schöner Desktop, auch sehr performant. Dann gibt es den XFCE-Desktop, der eigentlich eher eine ältere Version von GNOME angelegt ist, der allerdings auch, wie man schon sieht, durch die Leiste hier unten ein bisschen Mac angehaucht ist. Wie gesagt, generell linux.de, vielleicht Desktops. So, Linux-Desktops, will ich ja passen zu Ihnen. Genau, auch eine kurze Übersicht, die 10 besten Linux-Desktops. Es gibt, wie gesagt, Cinnamon und Mate, genau, die gibt es ja auch noch. Linux Mint zum Beispiel nutzt Mate. Mate ist auch sehr an Windows angelehnt, nutzt allerdings GNOME 3 als Backend. Nutzte, mittlerweile läuft es ja als was Eigenes. Hier haben wir nochmal GNOME eben. Dann gibt es noch den KDE Plasma, den hatten wir schon. Dann genau XFCE, das ist der nächste. Dann Mate, das ist ein Fork, also sollte eigentlich an GNOME 2 angelehnt sein. Enlightenment mit der Leiste oben, auch sehr, sehr interessant, lässt sich auch sehr schön bedienen. Pentium, ja, ab da wird es dann so ein bisschen. Pentium macht ein paar Dinge anders als Enlightenment, als XFCE, aber irgendwann, man sieht es schon, Leiste oben, Dock unten, irgendwann wiederholen sich auch die Konzepte. Trinity ist übrigens sehr interessant, auch wenn das Bild hier recht klein ist. Trinity ist ein Fork von KDE 3, also mittlerweile ist KDE ja bei Version 5, also Plasma bei Version 5. Und Trinity ist ursprünglich von KDE 3 noch abgeleitet. War damals auch ein sehr schöner Desktop, aber mittlerweile wirkt er doch ziemlich altbacken. Aber gut, wir wollen uns mal die Installation von KDE angucken. Wie gesagt, unsere Basisinstallation haben wir ja schon. Und was wir jetzt im Endeffekt machen, ist, wir installieren uns eine grafische Oberfläche.
So, Yay haben wir. Wir könnten theoretisch über Yay den ganzen Spaß installieren, aber wir wollen erstmal hier die offiziellen Pakete verwenden. Von daher arbeiten wir mit Pacman. Also werden wir erstmal root. Theoretisch kann man auch mit sudo seine Befehle absetzen, aber wir müssen eh noch ein bisschen andere Sachen machen, von daher jedes Mal sudo einzutippen. So, es gibt unter Arch Linux ein sogenanntes Meta-Package, das die Installation vereinfacht. Und zwar ist das der einfach nur Plasma minus, ich glaube Meta war es. Plasma minus Meta. Jetzt fragt er uns, aus welchem Repository wir unsere Schriften wählen wollen. An und für sich kann das jeder machen, wie er will. TTF-Droid zum Beispiel sind die Android-Schriftarten von Google. Liberation sieht auch recht gut aus. Ich nehme die Noto-Fonts, weil ich die vom Aussehen her eigentlich am besten finde. Von daher machen wir mit den Noto-Fonts weiter. So, GStreamer oder VLC. Ich empfehle hier den GStreamer, einfach nur, weil ich in der Vergangenheit mit dem VLC-Backend richtig viel Probleme hatte. Man kann trotzdem den VLC-Player nachinstallieren. Es geht hier im Endeffekt nur um das Backend, das KDE nutzt, wenn es Daten anzeigt. So, und damit installiert er uns den KDE-Desktop, was eigentlich auch recht schnell abläuft. Viele sagen auch, dass der KDE ziemlich fett ist, ziemlich schwerfällig, ziemlich groß. Ja, KDE ist ein ziemlich großer Desktop. Ich glaube, 1,4 GB belegt er jetzt hier auf der Festplatte. Aber er ist auch einer der Desktops, die sich am besten anpassen lassen und die meisten Optionen haben, das Ding auf die persönlichen Bedürfnisse zuzuschneiden. Wie gesagt, das ist der Desktop an und für sich ist eigentlich eine Geschmackssache. Ich persönlich habe bis KDE 4 eigentlich den KDE benutzt, also ich habe KDE 3 benutzt. Als KDE 4 dann released wurde, war das ja ein dermaßen großes Fiasko. Also KDE 4 war, glaube ich, das Windows ME unter den KDE Releases. Buggy, anfällig für Abstürze und bin dann auf GNOME gewechselt. Bis KDE 5. KDE 5 war wirklich. Ja, KDE 5 ist gut. Sehr gut. Aber gut, machen wir weiter. Wir haben jetzt unseren Desktop installiert. Allerdings habe ich persönlich was dagegen, jedes Mal händisch in die Konsole reinzugehen, mich einzuloggen und dann mit Befehlen meinen Desktop zu starten. Ich möchte gerne, dass mein Desktop direkt nach dem Booten startet. Das heißt, wir brauchen einen sogenannten Login-Manager. Und da kommt einer bei Plasma dazu. Und zwar ist das der SDDM, der Simple Desktop Manager. Und der ist auch richtig schön schnell installiert. Und nachdem ich den auch nicht händisch starten möchte, sondern nach einem Neustart direkt an der grafischen Oberfläche begrüßt werden möchte, aktivieren wir den auch. Und zwar mit System CTL Enable SDDM. Damit wird im Endeffekt unserem System gesagt: Hey, wenn dein System hochfährt, ja, haben wir es heute schon schreiben können, dann wird der SDDM direkt mitgestartet. So. Ja, allerdings, wir könnten jetzt einfach einen Reboot machen und dann würde unser, nach einem Reboot unser, machen wir es einfach. Doch bevor wir das machen, müssen wir noch etwas nachinstallieren. Und zwar, wenn wir jetzt hier unser Desktop installiert haben, wird unter Arch Linux wirklich nur die Basis installiert. Das Minimalste, was nötig ist, dass der Desktop läuft. Wir haben keinerlei Anwendungen da drin. Wir haben keinerlei wirkliche Einstellungsmöglichkeiten. Wir haben einfach nur einen Desktop mit einer grafischen Oberfläche und einem Login. Ich möchte allerdings nicht permanent mit Tastenkombination zwischen Konsole und Desktop hin und her wechseln müssen. Deswegen installieren wir uns eine grafische Konsole und die einfachste und ich sag mal in Anführungszeichen billigste Konsole ist eigentlich die Xterm-Konsole. Von daher sudo pacman-s xterm. So, es gibt auch eine von Plasma selbst. Die werden wir auch noch installieren. Aber jetzt, dass wir überhaupt mal irgendwie arbeiten können. Und was wir auch noch mit installieren, KDE hat ein eigenes Verwaltungstool, das nennt sich Discover.
also ein Softwareverwaltungstool. Und ich möchte auch nicht jedes Mal in die Konsole rein, wenn ich irgendein Paket suche und installieren muss. Deswegen werden wir kein Paket installieren, das es Discover erlaubt, Pac-Man fernzusteuern. Und das geht eigentlich auch recht schnell. Pac-Man-S, PKGM. Ah, ich habe die Bash Completion nicht mit installiert. Ja, die ist eigentlich ein sehr guter Helfer. Bash Completion können wir direkt mal installieren. Und dann können wir noch das PKGM. Ja, das ist jetzt gut. Wie heißt das? Package Manager. Wir haben eine Xterm-Konsole, das können wir nachinstallieren. So, dann machen wir mal einen Reboot. Und ihr seht auch, Linux ist selbst mit Verschlüsselung nicht wirklich langsam. So, und wir haben unsere grafische Oberfläche und können uns ganz normal einloggen. Ja, und das ist unser Desktop. Das hier ist im Endeffekt KDE, noch auf Englisch, aber das können wir auch noch ändern. Und wir haben halt, wie gesagt, wir haben Vim, wir haben Discover und das war's. Mehr Anwendungen haben wir nicht wirklich. Wir haben noch unser Base Devil, was wir halt mit installiert haben. Wir haben im Endeffekt keinen Browser installiert. Wir haben nichts, weil Arch einem im Endeffekt wirklich die komplette Wahl lässt, was man nutzen möchte, was man einrichten möchte. Wir haben wirklich hier nur die absolute Basis. So. Und dann nehmen wir hier mal Xterm, den wir nicht größer machen können. Machen wir erstmal ein sudo-i. Ah, wir haben eine englische Tastatur. In dem Fall völlige Basis, absolute Basis. So, wir gehen hier auf unsere Tastatur. Wenn wir sie denn irgendwo haben, Hardware, Input Devices, Keyboard, Layouts. Hier möchte ich bitte Deutsch haben. German. Layout German. Variant Default. Shortcut None. So, das machen wir einmal nach Move Up. Englisch können wir entfernen. Apply. So, und jetzt müssten wir eigentlich unser deutsches Tastaturlayout haben. Genau. sudo-i. Und jetzt müssten wir auch unsere Bash Completion haben. Package Kit -qt5. So, das wollen wir installieren. Und damit können wir jetzt hier über Discover genau unseren Pac-Man mit benutzen. So, allerdings können wir hiermit wirklich nur Pac-Man mit benutzen und nicht das Arch User Repository. So, und was brauchen wir jetzt erstmal? Naja, ich hätte gerne mal die richtige Konsole. Na, Applications. Na, wo ist denn die Plasma-Konsole? Education, Desktops, Systems Settings, Science and Engineering, Office Multimedia and Graphics, Games Education, DevTools. Okay, gehen wir doch mal. Add-ons? Nee, Plasma Add-ons. Es gibt ein Package, das ich installieren kann, allerdings installiert mir dann auch wieder direkt ziemlich viele Meta-Packages mit, die ich nicht will. Was wir auf jeden Fall. Anano. Ich möchte das mal updaten. Update, check for. Warum lässt er mich hier nicht suchen? Also hier fehlt mir was.
So, machen wir mal ein Update der Datenbank. Hat mir das eventuell gefehlt? Nein. Settings. Not supported by Backend. Das ist komisch. Vielleicht müssen wir doch nochmal neu starten. Also den Desktop neu starten. Aber gut, dann machen wir eben so weiter. Was wir zum Beispiel jetzt machen können, ist einen Browser installieren. Zum Beispiel Brave. Natürlich kann ich hier auch den Google Chrome installieren, also Google-CH, Google Chrome. Allerdings bin ich hier ja nicht auf Windows. Google Chrome, wer nutzen möchte, Enter, was möchten wir installieren? Version 1 und dann this to show none, proceed with installation, yes. Dann macht er mir den Google Chrome drauf. Also das ist hier kein Thema, das macht er eigentlich auch recht schnell. Bla 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 blub. Und dann wäre mein Google Chrome eigentlich auch gleich installiert. Allerdings bin ich jemand, der, wenn ich schon auf Linux bin, nehme ich eigentlich nicht das Drittanbieter-Tool, das mir irgendeine amerikanische Firma jetzt hier zur Verfügung stellt, sondern eigentlich hätte ich gern das Original. Also wie gesagt, Google Chrome hier funktioniert. Ich kann mich hier auch mit Google synchronisieren. Das ist eigentlich völlig normal. Nee, übrigens, um Paket zu entfernen, nutzt man das R für Remove. Google Chrome und weg ist er. Nee, ich nehme lieber das Tool, das von dem Google Chrome abstammt. Google Chrome wird nämlich nicht von Google direkt entwickelt, sondern Google Chrome entwickelt sich aus Chromium. Und Chromium ist im Endeffekt die Basis, aus der Google seinen Browser entwickelt. Also Chromium ist im Endeffekt Google Chrome ohne Google, also ohne die ganzen Google Add-ons. Funktioniert im Endeffekt genauso. Ich kann mich auch mit Turn on Sync hier mit Google verbinden, in Chrome anmelden und so weiter. Aber er hat eben nicht diese ganzen nervigen Google Add-ons drin. Lässt sich auch übrigens komplett konfigurieren, genauso wie Google. Ist aber eben nicht direkt Google Chrome. Wer den Firefox natürlich bevorzugt, kann hier auch gerne den Firefox installieren. Ist auch kein Thema. Was man vielleicht beachten sollte, man sollte bei Firefox die deutsche Sprache mit installieren. Denn Firefox ist anpassbar über mehrere Sprachen. Und bei manchen Apps muss man ein Sprachpaket mit installieren. Aber gut, wir möchten hier, also ich möchte hier jetzt erstmal die Grundkonfiguration von KDE durchgehen. Von daher, nachdem mein Discovery noch nicht funktioniert, probieren wir mal, ob es eventuell einen Neustart tut oder ein. Ja, machen wir einfach einen Neustart. Geht ja recht schnell. Also normalerweise hätte ich jetzt auch den SDDM neu starten können, eventuell den Discovery Service neu starten können. Aber wie gesagt, das funktioniert, glaube ich, schneller, wenn ich hier einfach einen kurzen Reboot mache. Und mich nochmal einlogge. Dafür, dass KDE angeblich so unglaublich fett ist und nicht richtig funktioniert. Ja, wie gesagt. Probieren wir es nochmal über unseren Discover. So, unable to load application. Please verify Internet Connectivity. Wir haben eine Internetverbindung. Ach, ist das nicht schön. Aber Multimedia, nothing found, CD, DVD, black. Warum macht er mir hier keine Aktualisierung? Ich verstehe es aber auch nicht. Das funktioniert. Also er hat eine Internetverbindung. Er kriegt mich hier auch. Gut. Wie gesagt, KDE hat grundsätzlich auf Arch eigentlich fast nichts, wirklich fast nichts mit installiert.
Ich persönlich installiere mir eigentlich generell immer die Standardpakete und entscheide dann, was ich nicht brauche. Aber das Erste, was ich mache, ist, mir geht dieses Menü hier. Wer es mag, ja, ich persönlich mag es nicht. Es lässt sich anpassen. Und zwar Rechtsklick und Show Alternatives. Und dann sage ich hier, ich hätte gerne mein Application Menu. Dann habe ich nämlich sowas hier, was ich persönlich wesentlich angenehmer finde. Was natürlich auch noch als Alternative geht. Wem es gefällt, man kann natürlich noch das Application Dashboard verwenden. Sieht das Ganze dann so aus. Ist ein bisschen größer, ist ein bisschen angepasster. Wie gesagt, wem es gefällt, ich habe gerne ein kleines, angenehmes Stadtmenü. Aber das meinte ich mit KDE ist komplett anpassbar. Genauso wie ihr es wahrscheinlich hier unten seht an meinem richtigen System. Ich mache hier mal kurz meine Minimierung. Ich nutze ja KDE. Habe ich hier zum Beispiel nur meine Symbole und nicht ausgeschrieben, was für eine Anwendung das ist, weil ich erkenne eigentlich anhand von den Piktogrammen oder von den Symbolen, was ich hier benutze. Wer das zum Beispiel auch so haben will, der kann das Ganze hier also auf der normalen Anzeige sagen: Show Alternatives, Icons Only Task Manager. Dann habe ich hier das Ganze auch. Also, wie gesagt, lässt sich anpassen. Oder ich sage hier, die kommt in der Window List. Na, dann kann ich hier draufklicken und kriege angezeigt, was läuft. Also, jeder wie er es mag. Ich habe halt gern den Icons Only. Ja, so. Aber wie gesagt, Standardprogramme installieren ist etwas, was gibt es auch ein wunderschönes Meta-Package dafür. Sudo pacman-s. Ich glaube, das war Plasma. Plasma Tester, Plasma Framework, Plasma Integration, Plasma Meta, PA, Workspace, Valent Protocols. Gut, ist nicht das, was ich haben will, aber. Nee, das war KDE. Applications Meta. Genau. Das hier ist im Endeffekt das Meta-Package, das mir sämtliche Standard-Tools von KDE installiert. Man sieht auch, er braucht 808 MB im Download und installiert mir dann 2,6 GB an Daten. Wie gesagt, ich persönlich finde es einfacher, mir erstmal alle Standardanwendungen zu holen und dann die auszusortieren, die ich nicht brauche, als ewig zu suchen nach den Anwendungen, die ich eventuell brauche und sie dann nicht zu finden. Vor allem nachdem die Standardanwendungen von KDE eigentlich ziemlich gut sind. Also finde ich jetzt. Wie gesagt, alles persönliche Meinung. Das ist auch das Schöne, fragt man, wie gesagt, 10 Linux-User, hey, was ist der beste Desktop? Erhält man 20 Antworten. Von daher, ja, bleibt jedem selbst überlassen. Es gibt ja auch noch weitere Videos, wo ich dann auch GNOME installiere oder mal Deepin installiere oder mal XFCE installiere oder Enlightenment installiere, um eben auch die Desktops mal zu zeigen. Vor allem, wie man sie installiert und einrichtet. Aber prinzipiell bleibt es jedem selbst überlassen, was man benutzt. Was übrigens auch ein Vorteil von KDE ist, ist der Hintergrund, was mich sehr, sehr lange richtig angenervt hat, weil ich habe mehrere Monitore und ich hätte gerne auf jedem Monitor ein anderes Hintergrundbild. Und da gab es bisher, habe ich wirklich nur bisher nur bei KDE wirklich geschafft, mehrere Desktops auf verschiedenen Monitoren anzuzeigen. Das war auch sehr interessant. So, wir sehen Röms. Wir haben hier wesentlich mehr Tools auf einmal. Wir haben hier eine richtig schöne Standardinstallation mit zig Tools, die wir brauchen. Und jetzt können wir auch diesen X-Server hier wegmachen und können mal die richtige KDE-Konsole verwenden, die ich persönlich eben, wie gesagt, wesentlich angenehmer finde. Vor allem auch kann ich die hier schön in der Größe anpassen. Und vor allem haben wir jetzt auch die richtigen Settings. Also wir haben jetzt auch wesentlich mehr Möglichkeiten, hier was einzustellen. Unter anderem unser Global Theme. Wer es gerne dunkel möchte, kann das Ganze auf dunkel umstellen. Auch den Plasma-Style, der lässt sich hier noch so schön anpassen. Wie die Anwendungen auszusehen haben, kann man hier, man sieht es glaube ich an dem Ladebalken, wie er hier angeht. Also ich habe ganz sowas hier schon abgerundet. Dann können wir auf die Window Decorations mal gehen. Oh, da finde ich ne, die eckigen eigentlich nicht so immer. Ich mag die hier wesentlich mehr. Man sieht es hier oben an den Knöpfen. Und vor allem das Schöne ist, Get New, man kann sich hier wirklich
Das meinte ich mit KDE, ist wirklich unglaublich anpassbar. Also man kann hier wirklich das komplette Design anpassen. Aber gut, mir geht es erstmal darum, die Language, die Sprache anzupassen. So, momentan American English as Default. Wir möchten aber gerne unseren Desktop in Deutsch haben. So, will take effect after next time you log in. So, Formats, da hatte ich letztes Mal Schwierigkeiten. Da habe ich nämlich nicht deutsch.de gefunden. Deutschdeutschland.de, genau. Die möchte ich bitte haben. So, Nummern werden so formatiert, die Währung, metrisches System, passt. Genau, weil ich arbeite ungern mit Imperial. So, und das Layout hier haben wir ja schon auf Deutsch umgestellt. Das ist eigentlich perfekt, so wie es ist. So, jetzt könnten wir theoretisch, der Grund, warum wir nämlich den SDDM, Desktop Manager, verwendet haben, ist unter anderem, den können wir nämlich hier anpassen. Start up and shutdown mit dem Login Screen SDDM. Ihr seht, jetzt wo wir die ganze Standardsoftware installiert haben, haben wir hier auch einen wesentlich schöneren Login Manager, der sich wohlgemerkt auch sehr, sehr einfach anpassen lässt. Zum Beispiel, ja, nehmen wir einfach mal den Suite DDM. Hier möchte unser unser User-Passwort haben. So, und dann ist der hier runtergeladen. Wir klicken ihn an, sagen Apply. Hier wieder nochmal unser Passwort haben. Das ist übrigens auch ein Grund, warum ich Linux sehr gern mag. Alles, was das System selbst ändert, muss bestätigt werden. Also wenn ihr irgendwie am Surfen seid und auf einmal poppt diese Meldung auf, hey, ich möchte hier gerne was im System ändern, dann sollten bei euch die Alarmglocken anfangen zu läuten. So, was man zum Beispiel auch noch ändern kann, ist der Startbildschirm. Die Animation, die durchläuft, wenn KDE lädt. Da könnten wir zum Beispiel. Ja, der schaut eigentlich interessant aus. Ups, ich sollte vielleicht auch auf den Download-Button klicken. So, fertig. Apply. So. Autostart ist eigentlich klar, lässt sich eigentlich schön erklären, aber jetzt nachdem, ja, machen wir erstmal auf Deutsch weiter. Das heißt, für mich hier machen wir einmal einen Logout und Login. Ja, ihr seht, also unser Login-Bildschirm sieht schon komplett anders aus. So, die Verbindung Wired Connection 1 wurde aktiviert. Das sieht mir sehr nach einer deutschen Sprache aus. Bingo, unser System wurde sauber eingedeutscht. So, aber ganz ehrlich, mir gefällt das hier mal überhaupt nicht. Also mal so überhaupt nicht. Ich habe gern Breeze Dunkel. Anwendungsstil. Ja, kann man das Runde eigentlich lassen. Die Fensterdokumentation nehme ich mal wieder das Original. Ja, wobei es wie Mars. Ne, nehmen wir mal das Original. So, die Farben kann man eigentlich lassen. Schriftarten hier eben deswegen Noto. Ich finde die Noto eigentlich recht schön. Obwohl die hier eigentlich auch ein bisschen. Ich skaliere halt hoch. Also, das hier ist ja auf 170%, dass eben auf dem Video auch was erkennbar ist. Aber prinzipiell haben wir hier ein eingedeutschtes System. So, ja. Zeiger, es lässt sich hier wirklich, das ist das, was ich gemeint habe, dass KDE sich sehr, sehr stark anpassen lässt. Ich kann wirklich von Mauszeiger bis zu Desktop, wie sich irgendwas anzeigt, hier komplett alles eigen einstellen und verwalten. Natürlich kann ich damit auch sehr viel kaputt machen, aber prinzipiell, ich mag es gerne, Dinge so einzurichten, dass sie wirklich perfekt auf mich zugeschnitten sind. Ich kann hier zum Beispiel auch direkt auf die User-Verwaltung meine Galerie auswählen und so weiter und so fort. Netzwerk kann ich noch einstellen. Also hier sieht man auch, dass wo haben wir es denn? Meine Wired Connection, das ist im Endeffekt, wer aufgepasst hat, ein ähnliches Menü wie das, was wir über NMTOI auf der Konsole haben. Also würdet ihr hier jetzt eure WLAN-Verbindung einstellen, könntet ihr die hier auch managen. Bluetooth-Verbindung ist vorhanden. Ich habe jetzt zwar keinen Bluetooth-Adapter an der virtuellen Maschine dran, aber. No. Eingabegeräte und das ist interessant. Hätte ich ein Touchpad angeschlossen, gibt es hier nämlich auch einen wunderschönen Button. Genau, Touchpad abschalten, wenn eine Maus angeschlossen ist.
Das heißt, habe ich einen Laptop mit Touchpad und ich schließe eine Maus an, egal ob via Bluetooth, via USB-Dongle oder via Docking Station, wird mein Touchpad abgeschaltet und ich kann nicht versehentlich mit dem Daumen beim Schreiben auf dem Touchpad rumfingern. Also auch eine sehr schöne Funktion. Natürlich meine Monitore kann ich hier konfigurieren, die Auflösung einstellen. Ja, wie gesagt, ich habe jetzt halt hier doppelte Skalierung drin. Von daher könnte ich rein theoretisch. Oh, das geht auch. Ach, ich glaube, er hat es nicht übernommen, weil ich in der virtuellen Maschine bin. Ja, genau. In der virtuellen Maschine ist er da ein bisschen limitiert, was das Anpassen von der Desktop-Umgebung geht. Er stellt sie nämlich automatisch wieder zurück. Aber egal. Wie gesagt, prinzipiell lässt sich KDE recht schön einrichten. Jetzt könnten wir noch mal gucken, ob das Cover vielleicht doch endlich mal. Ja, jetzt funktioniert's. Krita, Digicam, KDE in Live. Jetzt müsste er hier auch. Not supported by Backend. Warum? Wobei das interessant wäre. Macht er das bei mir hier auch? Ah, okay. Das geht bei meinem richtig installierten System auch nicht. Ich glaube, man merkt, dass ich meine komplette Softwareverwaltung über die Command-Line mit Yay mache und mit Pacman. Anyways. Ja, was kann ich jetzt hier zum Beispiel machen? Also ich habe trotzdem Software, die ich installieren und deinstallieren kann. Was ich zum Beispiel mache, ich gucke mir an, was ist installiert und schmeiße das runter, was ich nicht brauche. Wie zum Beispiel, ich brauche keinen RSS-Reader. Also ich persönlich. Wenn einer von euch den braucht, dann lasst ihn ruhig installiert. Arc ist mein Packprogramm, den brauche ich. Blinken, ich brauche zum Beispiel generell keine Spiele. Brauche ich nicht. Also ich bin kein Spieler, zumindest nicht die. Fehlgeschlagen. Gut, das war jetzt wirklich ein Problem. Hätte ich mir den Desktop wieder deinstalliert. Ich nehme zum Beispiel kein Chrome, ich nehme den anderen Browser. Cuttlefish, Vorschau, Symbolvorschau, Discover würde ich drin. Ah, das ist interessant. Das ist wirklich interessant. Dolphin Modules will ich drin lassen. Dolphin Camera. Dolphin ist übrigens der Dateimanager. Den würde ich vielleicht drauf lassen. Der wäre nützlich. So, Dragon Player, Video Player mit dem Fokus auf einfache Bedienung. Ja, kann man drauf lassen? Nee, was ich zum Beispiel haben möchte, ist den VideoLAN. Oder ist er als VLC drin? Als VLC. Oh, ist schon installiert. Perfekt. Dann hätte ich gern noch den. Ach, wie heißt der? Videospieler. Nee, nicht Spiele. Multimedia, Videospiele. Der SM-Player war das noch, genau. Den habe ich immer noch gerne als Backup, weil der auch recht gut ist. Dann OBS Studio zum Beispiel, wenn ihr Bildschirmaufnahmen oder streamen wollt, braucht ihr das OBS Studio. Das ist übrigens auch das, mit dem ich hier meine Aufzeichnung mache. Gibt es auch für Linux. Dann Transmogeddon-Medienumwandler wäre halt viel rekodiert. Cheese, ja, wer es braucht. Den Yook habe ich nie verwendet. Ich nehme dafür den Strawberry, heißt der, glaube ich. Eigentlich. Der ist aber nicht unter Videospieler drin. Genau, Strawberry Music Player, den finde ich persönlich zum Beispiel richtig gut. Wer noch eine große lokale Daten MP3-Sammlung hat, kann die eigentlich auch wunderbar mit Strawberry verwalten. Ist ein sehr, sehr, sehr guter Medienspieler, der auch sehr schnell funktioniert und auch eine riesige Bibliothek verwalten kann. Wer zum Beispiel noch im Online-Streaming-Bereich ist, der kann sich mal Mix angucken. Das ist nämlich eine sehr, sehr interessante DJ-Software. Und ihr seht auch von der Installation her, ist es einfach schnell. Also richtig schnell. Aber was wir auf jeden Fall noch machen wollen oder was ich euch noch zeigen möchte, wäre, hier ist zum Beispiel das Mix. Also, wie gesagt, wo ist eure Bibliothek? Erstellt eure Musikbibliothek zusammen. Dann habt ihr hier ein richtig
DJ-mäßiges Programm, das halt jetzt auf dem kleinen Display und vor allem, weil es doppelt skaliert ist, richtig beschissen aussieht. Aber wie gesagt, bei einer richtigen Desktop-Auflösung. Aber gut, wir wollen ja hier mal so Standardsoftware installieren wie Teamspeak, Discord, was man halt so standardmäßig verwendet. Und da kann man zum Beispiel hier, also mit großes S, kleines S, kann man suchen. Wir suchen uns mal Teamspeak und dann sehen wir hier schon Teamspeak 3 Mass Mover, Plugin für Teamspeak 3, Mumble, Teamspeak 3. So, Teamspeak ist Software for Quality Voice Communication via the Internet. Das wollen wir haben. So, also yay minus S, Teamspeak 3. So. Euer Passwort, Installation fortsetzen, jawohl. So, das war's schon. Und wir haben hier im Internet den TeamSpeak-Client. Dann yay-s Discord. Ja, möchte ich installieren. Ja, ich sollte mir aufhören, abgewöhnen, auf diese Taste zu drücken. Discord ist auch installiert. Ja, ich habe keinen Account. Ich bin kein Discord-Fan. Absolut kein Discord-Fan. Ist mir viel zu datenkrakig. Dann möchten wir vielleicht noch haben Steam. Und jetzt wird es interessant. Je nachdem, welche Grafikkarte ihr installiert habt, müsst ihr euch entscheiden. Habt ihr eine AMD, habt ihr eine Nvidia-Grafikkarte oder habt ihr nur eine Intel-Grafikkarte? Letzteres wahrscheinlich größtenteils bei Netto-PCs, bei recht einfachen Office-PCs oder bei recht einfachen Laptops. Ich habe hier zum Beispiel eine virtuelle Grafikkarte. Auf meinem Betriebssystem allerdings zwei AMD-Grafikkarten. Ich mag kein Nvidia. Das heißt, ich müsste jetzt theoretisch Option 4 nehmen. Aber nachdem wir hier eine virtuelle Grafikkarte haben, die keinerlei 3D-Funktion kann, nehme ich hier einfach mal den Intel-Treiber. Das ist so der Standard-Treiber. LIP32, wenn nochmal 32-Bit-Libraries. Also hier müsst ihr im Endeffekt anhand dessen, was ihr bei der ersten Anfrage gewählt habt, auch die zweite wählen. Also in dem Fall wäre das dann bei mir LIP32 Vulkan Intel. Und jetzt kann ich es installieren. Und ihr seht, für diese ganzen LIP32er haben wir dieses Multilib gebraucht, dass er eben die 32-Bit-Libraries noch mit installieren kann. So, und wir haben, oh Wunder, Steam installiert. So, das dauert jetzt ein bisschen, dann wird Steam auch verfügbar sein. Was ich euch allerdings noch dazu empfehle für Gaming unter Linux, Lutris. Also ihr seht schon, Updating Steam, das funktioniert. Hier installieren wir nochmal Lutris. So, Lutris wäre damit auch installiert. Steam hier läuft auch super durch. Und wie das Ganze dann aussieht, wenn es mal auf dem richtigen System sauber installiert ist, wäre, hier habe ich Steam. Funktioniert alles einwandfrei. Seht ihr auch in meinen Streams mit Killing Floor 2. Und Lutris ist im Endeffekt ein Verwaltungstool, mit dem man mehrere Accounts bündeln kann. Und persönlich finde ich das sehr, sehr, sehr genial, weil ich damit zum Beispiel auch, wenn ich jetzt sage, ich möchte mir Overlord installieren. Ja, weil Overlord habe ich mir jetzt zum Beispiel auf Good Old Games gekauft, kann ich hier sagen Install von Good Old Games mittels Wine. Und der Installer sagt mir dann, wo möchte ich das hinhaben? No, RAID, Asimael, Overlord 2. Und ich möchte das aber hier unter Lutris installiert haben, dass ich auch weiß, welches Spiel da liegt. Install und dann läuft er los, lädt sich den Installer runter, lädt sich vor allem, nachdem ich mein Good Old Games Konto angegeben habe, also meine Login-Daten, verbindet er sich selbstständig mit Good Old Games und zieht sich eben hier den Installer
direkt von Good Old Games und installiert mir das Spiel im Endeffekt komplett, dass ich es nur noch mit einem Klick spielen kann. Also Lutris ist, was Gaming unter Linux angeht, wirklich richtig, richtig gut. Aber gut, das wie gesagt, wir haben Steam, wir haben dann Lutris installiert, wir haben TeamSpeak installiert, wir haben jetzt theoretisch auch Chrome oder Chromium installiert, wir haben den Browser, wo ist es denn? Habe ich den wieder runtergeworfen? Oh, ich habe den wieder runtergeworfen. Ach, stimmt, ja, ich bin ja jemand, der gerne den Brave Browser verwendet. Woher ich weiß, dass es Brave Bin ist, ich suche den Brave Browser und sehe halt direkt Brave Bin. Brave. Also der Unterschied zwischen beiden ist, der hier wird gebaut. Der wird wirklich aus den Quellen komplett neu für mich gebaut, was Zeit in Anspruch nimmt. Aber ich bin, nee, wenn ich alles kompilieren möchte, dann nutze ich ein Gentoo, was auch seine Daseinsberechtigung hat, weil Gentoo-Nutzer sind, ich möchte da mal Polynomial C zitieren, ich installiere keine Software, die ich nicht selbst kompilieren kann und von denen ich die Quellen nicht einsehen kann. Philosophie, wie jeder wie er es benutzen möchte. Ich bin jemand, ich sage, ich möchte gerne, ich vertraue den Machern von Brave so weit, dass ich sage, ich möchte mir bitte den Brave-Browser direkt installieren. Ich möchte ihn nicht selbst kompilieren. Ich möchte einfach nur, dass meine Software da ist, aktuell gehalten wird und funktioniert. Das ist für mich so mein Hauptargument. Und so, während hier der Brave gerade mal runtergeladen wird, na, lass mich jetzt mal den Installer durchlaufen. Jawohl, habe ich gelesen. Jetzt installiert er mir hier meinen Overlord noch weiter. Nur mal zu demonstrieren, dass das hier das Ganze funktioniert. So. Damit wäre auch mein Browser installiert. Auch wenn sie es mir gerade irgendwie völlig entzieht, wo der das reinpackt. Lutris und Steam. Ah, hat nur ein bisschen gebraucht, um das Icon zu erkennen. Aber wie gesagt, mein Browser hätte ich auch installiert. Von daher, ja, wie gesagt, Linux zu installieren und zu benutzen ist mittlerweile genauso einfach wie Windows. Und ich persönlich finde es auch ein bisschen angenehmer. Der Unterschied ist, wer Linux verwendet, muss halt wirklich bereit sein, sich selbst mit seinem PC zu beschäftigen. Also selbst mal nachzugucken, wie funktioniert was und wenn mal was klemmt, wie kann ich es beheben, wie kann ich es reparieren. Das ist, glaube ich, der Hauptunterschied zwischen Windows und Linux. Das Argument, das ist so schwer, das ist nur was für Profis. Nein, es ist einfach nur was für Leute, die bereit sind, sich mit ihrem System auf einer Ebene auseinanderzusetzen, die über das "Ich bin nur ein purer Benutzer" hinausgeht. Das ist, glaube ich, der Hauptgrund. So, also, wir haben jetzt gelernt, wie man KDE installiert, wie man Standardanwendungen installiert, wie man das Ganze benutzt. Jetzt können wir den Ganzen hier mal wieder zurückdrehen und in meinem nächsten Video zeige ich euch dann, wie man Name des Sicherungspunktes, Moment, ich möchte zu der Base Install zurückkehren. Sie möchten den Sicherungspunkt, diese können gleichzeitig aus der Checkbox, Sicherungspunkt. Sicherungspunkt des aktuellen, nee, brauche ich nicht. Genau, so. Jetzt müsste ich wieder da sein. Ah, okay, Physics für Overlord 2, genau, das ist nochmal eine Installation, die hier von Lutris durchläuft. Finish. Damit wäre Lutris eigentlich auch gleich fertig. Aber gut, so, jetzt müsste ich eigentlich hier wieder zurück beim Anfang sein. Genau. Kein Desktop installiert. Perfekt
für das nächste Video, um euch zu zeigen, wie man den GNOME installiert. So, aber nochmal, um es kurz zu zeigen, Overlord 2 ist jetzt hier auch installiert. Wie gesagt, Lutris ist eigentlich sehr, sehr angenehm, was das Ganze angeht. Jetzt macht ihr noch die restlichen Sachen fertig. Und dann könnte ich eigentlich theoretisch hier einfach mit einem Klick auf Play anfangen zu zocken. Also eigentlich, wie gesagt, ein recht angenehmes Tool. So, Overlord. Ist er noch nicht fertig? Kann manchmal ein bisschen dauern. Ah, er läuft noch. So, close, play. So, jetzt möchte ich hier noch wissen, wie ich gerne meine Sachen einstelle. Detail, High. Ja, wie gesagt, manchmal muss man noch ein bisschen nachjustieren. Zum Beispiel nutze ich gerne nicht den Lutris Runner, sondern Proton. Proton kommt übrigens automatisch mit, wenn man Steam installiert und Proton dort einmal auswählt. Und Proton ist halt mehr für Spiele optimiert, während Wine oder Lutris, die Lutris Builds eigentlich mehr für, ich sag mal, einen generelleren Einsatzzweck gedacht sind. Ja. Das ist, glaube ich, eines der wenigen Spiele, die nicht ohne Nacharbeiten laufen. Das ist natürlich wieder mal dieser wunderschöne Effekt des Vorführeffekts. Aber gut, da kann ich mich ja später mal drum kümmern. Prinzipiell müsste es aber eigentlich recht einfach zu. Ah, das kann aber auch sein, weil ich hier gerade aufnehme, dass er hier in den in die Wiedergabe eingreift. Warum habe ich hier eigentlich das GE zweimal drin? Gehen wir doch mal auf die Standardversion. Lutris System. Mach doch mal die hier. Custom Use Bindrix, die XVK-Version. Enable Async, jawohl. Die XVK kann man eigentlich lassen. System Options. Das Gallum hat er auch drin. So, Save, Play. Es kann auch manchmal sein, dass er deswegen rumzickt, weil er bestimmte Einstellungen nicht mag. Oder dass das Spiel selbst abstürzt, weil 21:9 Monitor. Dafür kann man dann eigentlich auch hier wunderbar in die Configs reingucken, woran es denn liegt. Gut, aber das ist jetzt, glaube ich, auch so ein bisschen zu weit vom eigentlichen Thema entfernt. Wir wollten jetzt ja in KDE angucken. Ja, damit würde ich mal sagen, danke fürs Zugucken. Nächstes Video ist dann GNOME. Und ja, mal gucken, wie es weitergeht.